Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hunter 3, ihr Seeratten. Ja, wir haben in der letzten Folge unseren ersten, also in diesem Spiel meinen ersten Gleitträger versenkt. Danach haben wir wieder mehrere kleine Konvois angegriffen. Und ja, wir haben jetzt soweit die nächste Feindfahrt gut überstanden. Starten jetzt in die nächste Feindfahrt. Wir sprechen jetzt hier vom 22. Juli 43. Entschuldigung. Das heißt, wir sind jetzt im Sommer. Und ja, wie gesagt, wenn alles so gut klappt und alles gut läuft, könnten wir so ja das Spiel schaffen. Wäre schön, also ich habe es noch nie geschafft. Schnorcheln konnten ihre Dieselmotoren auf Tauchfahrten nutzen und gleichzeitig ihre Batterien aufladen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der Schnorchel gut ist. Da war ich noch nie gewesen. Also ab jetzt ist für mich wirklich. Oh, warte mal hier. T5. Falke. So, mal gucken. Akustisches Zielsuche, akustische Eigenlenkung. Bemerkungen: Falke, der erste zielsuchende Torpedo, besaß einen passiven akustischen Sucher. Der seltene Typ wurde später durch den T5 ersetzt. Der Steller war eine große Reichweite hatte und mit Magnet- oder Kontaktzündern ausgerüstet werden konnte. Besonderheiten: Das hier musste mindestens 12 Knoten Fahrt machen. War nicht mal so schlecht. So. Boote gibt es ja nichts Neues. So, na dann mal los zur nächsten Feindfahrt. Wir müssen GR82 patrouillieren. Mal gucken, wo das liegt. Und dann mal gucken. GR. Ist das nicht schon Südatlantik da unten irgendwo? A, B ist oben Nordatlantik. A, E, A, L. Das dürfte Südatlantik sein. Ja, ich bin mal gespannt, wo wir hinfahren müssen. So, und wollen wir mal gucken. Hier unten hin. Hier unten hin. Dahin. Jawohl, Herr Kaloin. Große Fahrt voraus. Mach mal. Wir werden mal hier umpatrouillieren. Also darunter fahre ich nicht. Aber wir könnten ja mal eins tun. Wir könnten ja mal von Port of Spain
und bei San Fernando mal rinfahren. Da war ich noch nie drin gewesen. Mal gucken. So. Komm her. Ich werde nicht überhaupt so weit kommen, ey. Ach genau. Und unsere Feelings-Flak hat sich gut bewährt gemacht. Die wir installiert haben. Also das war ein Glückstreffer gestern. Also ich weiß nicht erwähnen, wir hatten ja 14 Flugzeuge runtergeholt. Darunter waren halt Thunderlands Flugboote, den Avenger Torpedo Bomber und B-25 Mitchell Langstreckenbomber. Flugzeug gesichtet. Jawohl, Herr Kaloin. Jawohl, Herr Kaloin. Feuer frei. Flugzeug gesichtet. Lage 149. Mittlere Entfernung. Kommissar. Herr Kaloin!
Einsatzgruppe. Zu weit weg. Flugzeug gesichtet. Jawohl, Herr Kaloin. Seerohrtiefe. Der Teig ist Nebus. Schwein gehabt. Jawohl, Herr Kaloin. Juli 1943. Die Lage ist bis jetzt aktuell, wie gesagt, noch gut. Jawohl, Herr Kaloin. Bei uns. Aber wie ihr sehen könnt, nehmen ja die Luftangriffe stetig zu. Und wie weit schon die Gegner in unseren Luftraum vorgedrungen sind, also Wiesbaden. Ja, der Krieg neigt sich dem Ende entgegen. Schiff gesichtet! Jawohl, Herr Kaloin, alle Maschinen stoppen. Wie fahren die Schiffe? Aktuell würden sie so fahren. Gut. Los! So, auf die Fregatte. Jetzt warten wir mal noch kurz. 52 Sekunden, 53 Sekunden. Los! Rohr
Wunderbar. Mann, das hat gerade noch gefehlt, Alter, dass der Torpedo noch explodieren muss, ey. Rohr 4, los! Scheißkacke, Junge, genau die muss explodieren auf dem. Mann! Jawohl, Herr Kaloin, ein Drittel Fahrt voraus. Mehr Schlagseite hier. Der Selbstschutz ab. Rohr 5, los! Jawohl, Herr Kaloin! Warte mal kurz. Du komm mal hier hin, genau. Bewaffnet, also vorne und hinten. Torpedo-Treffer! Ich denke, das wird gewesen sein für ihn, weil er ist ja schon schwer beschädigt, er hat der Schlagseite bis für mich nicht mehr. Alle Maschinen stoppen. Mal kurz. Rohr 1, Feuerbereit, Herr Kaloin. Ein Drittel Fahrt voraus.
wagen jetzt noch einen nächsten Angriff. Rohr 2 feuerbereit, Herr Kaloin. Rohr 3 feuerbereit, Herr Kaloin. Wenn der nächste Anlauf kommt. Jawohl, Herr Kaloin, volle Fahrt voraus. Seerohrtiefe. Jawohl, Herr Kaloin. Schiff gesichtet. Schiff gesichtet. Schiff gesichtet. Auf jeden Fall, die Fregatte will ich mir auf jeden Fall noch holen da. Schiff gesichtet. Schiff gesichtet. Jawohl, Herr Kaloin, Seerohrtiefe. Rohr 5, los! Jawohl, Herr Kaloin, Seerohrtiefe! Thank you.
Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe. 1, 2, 3. Jawohl, Herr Kaloin. Seerohrtiefe. Mann, ey, siebte Tonne, ey, dieses scheiß Wetter, ey. Flugzeug gesichtet. Jawohl, Herr Kaloin. Schön weiterarbeiten, schön. Weiterarbeiten. Schiff gesichtet.
jedes Stückchen voran. Jawohl, Herr Kaloyn. Kleine Fahrt voraus. So, Doppelschuss auf ihn, Doppelschuss auf ihn. Deswegen Doppelschuss. Wetter ist beschissen. Und ich weiß nicht, ob ein Torpedo jetzt reicht. Deswegen will ich jetzt mal auf Nummer sicher gehen. Wenn das Wetter jetzt gut gewesen wäre, Einzelschuss, konnte man es hinlassen, Deckelschütz, und ihn dann mit Deckelschütz irgendwie braten. Weil er hat keine Bewaffnung. Der hier Bewaffnung. Sieht nicht so aus. Aber der Dicke hat hier. Torpedotreffer! 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 Dann hier, aber Panzer, siehst du wohl. Sieht mir jetzt nach Schirmen aus. Nach Schirmen. Ja, sieht man schon, also die haben schon jetzt mehr Geschütze. Hast du noch hier Schnellfeuerkanonen? Thank you.
Derzeitige Tiefe 3-0. Oh, 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 oh. Den Frachter holen wir uns hier auch noch. Also wie gesagt, wenn wir leer geschossen sind, fahren wir wieder nach Hause.
wird Narilan. Beauty, Beauty. Na, krieg mal eine Ahnung. Jetzt wird das Wetter wieder schön ruhig. Jawohl, Herr Kaloin, alle Maschinen stoppen. Jawohl, Herr Kaloin, kleine Fahrt voraus. Rohr 1, los! Rohr 2, los! Bitte, bitte bleib, bitte, 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 bitte bleib auf Kurs. Nein, Mann! Jawohl, Herr Kaloin, alle Maschinen stoppen. Rohr 3, los! Rohr 4, los! Torpedotreffer! Torpedotreffer! Jawohl, Herr Kaloin, kleine Fahrt voraus. Rohr 5, los! Rohr 6, los!
Dino-Treffer! Kleine Fahrt voraus! Mann, ey, da waren wir jetzt aber wirklich vom Pech verfolgt. Aber wie gesagt, der erste Aal, den wir abgefeuert haben auf die Fregatte hier, ist ja leider ein Blindgänger gewesen. Also sprich, die ist explodiert. Die anderen Bälle sind daneben gelaufen. Und jetzt muss ich sagen, hatten wir noch mal ein bisschen Glück gehabt. Aber wie gesagt, habe ich jetzt gerade Glück gehabt. Ich habe jetzt Enter gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Was ist jetzt passiert, wenn jetzt alle abgeschossen wären? Hätten wir alle rausgejagt. Hoha. Nun gut, aber wenigstens haben wir den Konvoi aufgerieben, sag ich mal. Ist die Hauptsache, dass wir überleben. Egal wie, egal wo. Aber hier unten, ne, da fahr ich nicht hin. Da, ne. Ich glaube, so weit weg, oh ja, nee, komm, glaube ich. Auch wenn ich hier halbe Fahrt gemacht hätte. Ich glaube, da wäre man nicht hingekommen. Ich weiß nicht, kann man irgendwie auch zwischentanken, irgendwie, dass man sagt, man trifft sie mit einem anderen U-Boot und man wird voll getankt? Ich weiß ja nicht, ob es jetzt hier mit diesem Spiel geht, jetzt hier. Aber denk mal eher, glaube ich, nicht.
Flugzeug gesichtet. Jawohl, Herr Kaloy. Feuer frei. Beschädigt, Herr Kaloy! Mal gucken, ob wir noch einen Gleitzug stoßen. Ich muss echt aufpassen, ey. Und ich vertippe mich jetzt dauernd hier. Wäre schön, wenn wir den Krieg überleben würden. Tatsächlich das Boot und die Besatzung meines Erachtens redlich verdient. Ach komm, fahren wir mal hier hin. Schiff schnell. Aber ich glaube eher weniger. Du hörst mir, mein Freundchen. Du hörst mir.
2, los! Rohr 3, los! Na komm. Rohr 4, los! Ich nehme an, das sind heimlich auch Truppentransporter, also dass die alliierte Soldaten rüber schiffen und so was alles. Ah, 24.000 Tonnen, junge Baby, der hole ich mir. Torpedotreffer! 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 Ey, dass mit in der Luft geflogen ist? Jawohl, Herr Kaloin! Volle Fahrt voraus! Kann der auch... Kann der auch Munition hier transportiert haben, ey? Aber das U450 bewegt sich auch. So, dann können wir uns noch in den Frachter rauspicken. Werden wir auch tun. Und dann geht's wieder ab nach Hause. Heute ist der T3-Tanker.
Rohr 5, los! Rohr 6, los! Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stopp! Torpedotreffer! Torpedotreffer! Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Neue Tiefe 1, 2, 3. Derzeitige Tiefe 3-0. Tanke haben wir. Sehr schön. So, jetzt restet nur noch entkommen. So, meine Lieben, wir haben 10 alliierte Schiffe versenkt. Ne, 10 Einheiten zerstört. Wir haben ja auch ein Flugzeug abgeschossen. Wir haben insgesamt 65.737 Bruttoregistertonnen versenkt. Und wir fahren jetzt zurück zur Basis. So, wir haben 7 Handelsschiffe versenkt. Im Wert von 63.237 Bruttoregistertonnen. Versenkte Kriegsschiffe 2. Das waren 2 Fregatten und ein abgeschossenes Flugzeug. Die Tonnage von Kriegsschiffen beträgt 2500 Bruttoregistertonnen. So. War zwar nicht so zufriedenstellend, diese Feindfahrt, aber wie gesagt, immerhin, wir haben sie geschafft. Komm her, du kommst in den Ohren hier. Das alles erzählt. Kann es nicht auf die Nucht sagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir werden uns bei der nächsten Folge von Silent Hunter 3 ja wiedersehen. Nichtsdestotrotz, habt einen schönen Tag, schönen Abend. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge sehen werdet. Bis dahin, gehabt euch wohl, meine kleinen Seeratten. Also, bis dann. Tschüss, reingehauen.